Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute möchte ich euch zu meiner allerersten Uhrenmesse mitnehmen. Die Munich Time in München gibt es ja nicht mehr, stattdessen gibt es jetzt die Watch Time in Düsseldorf. Und da Düsseldorf ganz nah an meiner Geburtsstadt ist, habe ich gedacht, ich fahre auf jeden Fall mal vorbei und nehme euch mit auf die Reise. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und jetzt geht's los! So, ich war jetzt mehr als 3 Stunden auf der Watchtime und ich muss sagen, es hat mir ausgesprochen viel Freude gemacht. Ich habe Uhren gesehen, die ich noch nicht kannte und sehr interessant finde. Ich habe nette Leute getroffen, interessante Gespräche geführt und es war eine rundum wunderbar und gut investierte Zeit. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf die Watchtime, so wie ich sie erlebt habe. Das heißt, ich zeige euch Bilder der Uhren, führe euch durch die Ausstellung, werde aber nicht viel kommentieren, sondern einfach die Bilder für sich sprechen lassen. Viel Vergnügen dabei. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Heute ist das erste Mal, dass die Watchtime-Messe hier in Düsseldorf stattfindet, als Nachfolger von der Munich Time. Wir sind total gespannt, was uns erwartet. Das ist für alle das erste Mal. Ich glaube auch, dass die Aussteller ziemlich aufgeregt sind. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Die haben es auch nicht geschafft, mir die Rot zu geben, von daher ist es eigentlich. Ich habe noch nie eine Rote bekommen. Nein,
neues Blatt. Weil Schuhwerk ist ja in Kronos, Entschuldigung. Noch nicht wach geworden. Da dreht es so schnell, weil er wahrscheinlich nur einseitig aufzieht. Ne? In der eine Richtung. Aber natürlich auch deutlich schwerer als die klassischen Varianten. Ja. Auch eine Chrono, die haben wir limitierte Version gehabt, zum 19. Die Zeitgenosse von der Welt. Ja. Morgen. Ich würde es gerne mal anprobieren, wenn Sie mögen. Das ist der Knaller, du. Das ist alles eben. Was? Echtes Holz? Ja. Immer durchgehen. Ohne jede Überraschung. Genau, hat früher die Uhren für den Da legen wir besonderen Wert drauf. Auch in der Schweiz, das heißt, der Sinn hat dann Sinn draus labeln lassen. Und ich weiß nur, dass, genau, dass die beiden zusammen das zum Schluss in Frankfurt so gelaufen. Genau, klingt aber französisch. Französisch-Schweiz. Marken mal aus dem Französisch sprechenden Teil. Das ist ja alles ausgewandert. Ja,
das passt schon. Heute der erste vom Forum. Wenn man dagegen dann so ein Modell mit Massivkanne in der Hand hat, ist das genau. Damals? Ja. Damals 10? Ja. Das zeige ich Ihnen. Ich gehe mal sehen. Natur, oder? Nein. Nee. Keine Panik. Sind beide sehr massiv gebaut? Ja. Military. Hallo. Guten Tag. Gastronomie. Nein, es gibt vorne im Empfangsbereich halt so einen kleinen Snack, da kriegt man Flammkuchen, Kleinigkeiten, das ist nicht weit, aber man muss Spiegelungen und ohne dass viele künstliche Licht haben. Deswegen sage ich, soll er doch einfach mal sagen, mach doch auf. Thank you.
Uhren als Wertanlage. Der Vortrag findet um 11 Uhr rechts vom Gebäude der Runde. Wir wünschen Ihnen noch viel Festbedarf. Dankeschön. Habe dir ein Design gekriegt. Dargestellt auf einmal und solche Geschichten. Also es wurde
Ja, aber Papier sage ich jetzt mal. Ja, das ist nicht zwingend die Intention der Firma selber gewesen. Ja, da muss man sich wahrscheinlich auch nicht dagegen streuen. Ja, es wäre, genau. Der Uhr wirklich fasziniert und hin und her gerissen, denn das ist, obwohl sie doch unverkennbar extrem groß ist, durch das Ziffernblatt wirkt sie am Arm auf den ersten Blick gar nicht so groß. Das ist der Hammer. Das ist eine so ziemlich größte Uhr. Und das sind alles Einzelstücke. Alles Einzelstücke. Danke, nein. Ich war gerade eben draußen. Thank you.
Ja, das war sie, meine Watchtime. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Was mich besonders freut, ist, dass ich von VDB eine Einladung bekommen habe, mir nächstes Jahr im Mai die Werkstatt und die Produktion anzuschauen. Er nimmt sich Zeit und wird mir alles zeigen und ich werde davon auch ein Video machen. Aber wie gesagt, das dauert noch bis Mai. Bis dahin, euer Watchmaxe.